So. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zu einem weiteren Livestream von Bus and Cable Car Simulator. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Hallo lieber Dr. D, schön, dass du mit dabei bist. Du wünschst dir einen Beethoven? Dein Wunsch sei mir Befehl. Einen Moment bitte. So, was machen wir denn heute? Den Schalter, den benutzen wir, können wir benutzen oder auch nicht. Je nachdem, draußen ist es taghell. Wir verlassen unsere Wohnung. Und ich glaube, ich muss ein bisschen leiser hier mal machen. Sehr gut. So, wir fahren zum Busdepot. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Also, schauen wir mal. Wir fahren ins Busdepot und zwar in dieses hier, würde ich mal sagen. Und dann schauen wir mal, welche Linie wir fahren und mit welchem Bus. Oh. Warte mal. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Scheibenkleister. Oh nee, jetzt habe ich versehentlich das Spiel geschlossen. Tut mir leid, Leute. Hey, Karpe, grüß dich. Ja, lang nicht gehört. Lange nicht gehört und doch gleich wieder erkannt. Grüß dich. Freut mich, dass du auch mit dabei bist. Ich habe gerade versehentlich irgendeine Tastenkombination gedrückt und damit jetzt das Spiel irgendwie geschlossen. Tut mir leid. Bin leider am Lurken. Kartoffelsuppe zubereiten, noch eine Menge zu schnippeln. Nee, nicht alte 4. Carlos 45. Hi, ich bin Freund von Dr. D. Grüß dich, schön, dass du auch mit dabei bist. Nee, das war nicht alte 4. Das war irgendwas. Keine Ahnung. Shift C, Steuerung C. Irgendwas von den Tasten. Irgendwas war das. Ich glaube, ich wollte mit Shift und W schnell rennen und habe dann gleichzeitig Y oder C gedrückt. Ich glaube, weil ich die Kamera umschalten wollte. Aber das muss ich mit dem Mausrad machen, fällt mir jetzt gerade ein. Gut, machen wir es nochmal. Oh, ich sollte vielleicht das Bild wieder umschalten. Sorry. Ich bin heute ein bisschen nicht ganz so auf der Höhe. Aber gut, ich meine, das kennt man ja öfter von mir. Nee, Quatsch. Ja, wir fahren nochmal hier Busdepot Fisherman's Wharf. Was gibt's denn Leckeres? Karpe. Nuka-Lurk? Achso, da steht's ja. Kartoffelsuppe zubereiten. Was denn jetzt schon wieder? Ich schmeiß das Ding irgendwann zum Fenster raus. Warum fleckt es da ab? Das ist doch noch nie passiert. Das ist mir noch nie passiert, dass das jetzt schon wieder abgefleckt ist. Also, vor allem nicht da oben. Also, ich meine, ich weiß am Bus and Cable Car Museum, da weiß ich, dass es das noch mal was hatte, aber nicht hier beim. Nicht hier beim Busdepot. Geht ja schon mal wieder gut los heute. Ja, läuft, da hast du recht. Läuft heute. Also. Ja, Kabel, leider zu spät, da hast du recht. Jetzt liegt der Rechner schon draußen. Jetzt probieren wir es mal, wenn wir mit dem Auto direkt zur Tür hinfahren. Vielleicht hat der Spielcharakter ja diese Laufkrankheit, dass er nicht quasi, also ihr wisst schon, was ich meine, dass er direkt vor der Tür parken muss und dann funktioniert. Hallo Stella, grüß dich, schön, dass du auch mit dabei bist. Warst du das nicht mit der Alexa gestern? Bei im Nemis Stream? So, dann fahren wir mal direkt vor die Tür. Ich hoffe.
Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Hey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Schauen wir mal, Carlos. Schauen wir mal. Ich glaube, wir müssen was anderes spielen. Das Spiel mag mich heute nicht. Oder wir fahren zum anderen Busdepot. Wir fahren jetzt mal zum anderen Busdepot. Vielleicht geht's ja dann. Vielleicht geht's dann trotzdem. Vielleicht geht's vom anderen Busdepot aus. Ich weiß nicht, was da los ist zurzeit. Der hatte das sonst noch nicht. Ja gut, vielleicht. Ich habe seitdem ich den Rechner aufgerüstet habe, habe ich nicht nochmal Passant Kelbecker gespielt. Vielleicht liegt es da dran. Schauen wir mal. So. Die Fahrt verzögert sich etwas, ja. Wir müssen mit unvorhergesehenen Verzögerungen rechnen. Wie heißt es bei der Bahn immer? Es gibt betriebsbedingte Ablaufstörungen oder irgendwie so. So, dann fahren wir mal hier unten zum anderen Busdepot hin. Das mag ich eigentlich nicht so, weil da muss ich immer quer über die ganze Map fahren. Da wünscht sich jemand ein Nein doch oh. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein. Doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind. Nein. Doch. Oh. Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen. Ich? Sie. Nein. Doch. Oh. So, wir holen uns die Fahrräder von Supervisor. So Leute, sucht euch aus, welchen Bus fahren wir, den Schulbus oder den Standard Diesel? Dürft ihr euch jetzt aussuchen. Und wie geht's euch denn allen so? Ja, Stella, also mir geht's einigermaßen gut, ja. Würde ich mal so sagen. Vor dem Stream hatte ich leicht Sorge, ob ich denn überhaupt streamen will oder nicht, weil mir da der Schädel ziemlich gebrummt hat. Aber so jetzt nach dem Start muss ich sagen, geht's eigentlich. Geht's recht gut. Und ja, ich habe jetzt nochmal zwei Brote hierher gelegt, dass ich da gleich nochmal ein bisschen futtern kann. Ich habe nichts zu Abend gegessen, leider. So Leute, schreibt was. Legendär. Oh, ich glaube legendär habe ich nicht. Wie war denn das nochmal? Was war denn das legendär? Ui, dankeschön, Carlosso. Danke fürs Abo. Freut mich. Dankeschön. Legendär. Was war denn das nochmal? Legendär. Ach ja, legendär. Ja, jetzt weiß ich. Also Leute, schreibt mal, welchen Bus sollen wir fahren? Den Standard Diesel oder den Schulbus? Kurz Pink ein Like da lassen und dann in die Küche. Carpe, viel Spaß in der Küche. Vorsicht, nicht in den Finger schneiden mit den scharfen Messern, das ist mir letztens passiert. Da wollte ich so das Messer mit der Handfläche abstreifen, dass ich gleich wieder einräumen kann. Und zack, so schnell schaust du gar nicht. Hatte ich mich geschnitten. So, der Omnibusfahrer brummt der Schädel. Ein schönes Wortspiel. Hallo, der Omnibusfahrer. Grüß dich. Schön, dass du auch mit dabei bist. Den Schulbus sollen wir nehmen? Dann fahren wir den Schulbus. So, dann schauen wir mal, welche Linie fahren wir denn am besten? Da unten haben wir eine. Warte mal. Die da? Ich würde sagen, die da, weil hier unten ist das Busdepot. Dann können wir von hier rüber fahren. City Route Day, Total Time 17 Minuten. Das passt ganz gut. Legendär war das Nein doch Oh. Ach so, okay. Ja, Nein doch Oh, wirklich legendär. Das habe ich mal in der Arbeit mit einem gespielt quasi. Also der hat, er ist jetzt mit seiner Arbeit fertig und in eineinhalb Stunden und ich so, nein. Ja doch, und ich, oh. Darauf hat er sich kaputt gelacht. So, wir steigen in unseren wunderschönen Schulbus. Warum habe ich jetzt eigentlich mein Auto da vorhin geparkt? Ich verstehe es nicht. Und ich habe mir mit dem Messer in die Hand gestochen. Autsch. Aua. Musstest du ins Krankenhaus nähen oder ging es so?
jetzt geht er nicht mehr in den Bus rein. Da hier. So, auf geht's. Na komm, starte das Ding. Achso, Moment mal, Elektrik einschalten hier. Infofenster und dann Handbremse raus und los geht's. Halt, jetzt müssen wir erstmal warten, bis der Druck aufgebaut ist. Nein, nicht schon wieder! Oh, nein, halt, falsche Taste. Ja, Herrschaftszeiten, hier muss ich drücken. Halt, ich sollte vielleicht nochmal die Handbremse reintun, sonst fährt er mir plötzlich weg. Nee, es ging zum Glück noch. Und wenn ich bin im Krankenhaus eh schon ein bisschen bekannt geworden. Aha, okay. Ich hatte noch nicht das Glück, im Krankenhaus so bekannt gewesen zu sein. Deutsch lässt nach. Ah ja, okay. So, schauen wir mal, vielleicht können wir schon fahren. Nein, noch nicht. Machen wir mal unsere Tür zu. Tür zu? Jawohl, jetzt geht die Tür zu. Scheibenkleister, das war nochmal. Nein, du sollst nicht aufstehen, du sollst die Kamera zentrieren. Pfosten. Hallo. Handbremse los. Warum fährt er denn jetzt nicht? Ding ist doch drinnen. Haltestellenbremse. Vielleicht ist der Luft immer noch zu wenig Luft drin. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Also so langsam sollte er eigentlich losfahren. Wenn die Tür funktioniert, sollte er eigentlich losfahren. Wo steckt der denn? Warum fährt das Ding nicht? Bin ich zu blöd, einen Bus zu fahren? Hey. Der steckt aber auch nirgendwo fest. Ah, das geht. Der Stream heute, der ist komplett. Was ist denn jetzt schon wieder los? Irgendwas habe ich schon wieder falsch gemacht. Jetzt sehe ich den Chat nicht mehr. Moment mal. Eine Sekunde hier. Das muss ich mal korrigieren hier. Jetzt geht die Maus da auch nicht rüber. Warte mal, wo sind wir denn zu Hause? Warum ging das vorher? Warum geht das jetzt nicht? Hey. Ich verstehe es nicht. Machen wir es mal so. Ah. Wehe, das funktioniert jetzt wieder nicht. Ha, jetzt fährt das Ding. Jetzt fährt das Ding. Sehr schön. Wo müssen wir eigentlich hin? Da oben irgendwo. Halt. Da stellen sie extra Schilder hin mit Bump, dass man da nicht gegen die Dinger bumpt. Sehr gut. Ja, man muss auf alles vorbereitet sein. Wir fahren mal darüber und dann fahren wir mal da oben. Wo müssen wir eigentlich hin? Welche Haltestelle müssen wir eigentlich eingeben? Keine Ahnung. Sehen wir dann. Ich glaube, mit Q kann man das sehen. Halt, Vorsicht. So, dann fahren wir zu unserer ersten Haltestelle. Oh, wir müssen aufpassen, nicht zu schnell fahren, weil sonst kriegen wir Ärger. Geblitzt und das ist jetzt sehr teuer. Die blitzt auch schon bei 31 Meilen pro Stunde. 30 darf man maximal fahren und wenn man 31 fährt, dann kriegt man auch schon Strafe. Das wäre nämlich nicht so nice. So, jetzt müssen wir mal links fahren. Darf man da überhaupt links fahren? Oder ist das eine Einbahnstraße? Es ist eine Einbahnstraße. Mist. Wo ist meine Karte? Da oben. Dann muss ich die andere Straße dann rüber. Ich hoffe, das andere oben
funktioniert dann. Jetzt geht's einigermaßen mit dem Verkehr. Ich hatte mal eine Folge, da war ja wirklich alles proppenvoll mit Verkehr. Hey, warum fahren die über eine rote Ampel? Hä? Hä? Muss ich das verstehen? Warum fahren die alle über eine rote Ampel? Egal, ich muss es nicht verstehen. Wird denn die auch mal wieder grün? Wie war denn das nochmal? Da gibt es doch so einen Code, den kann man eingeben. Ich glaube 977 war das. Wenn man den am Bordcomputer eingibt, dann darf man über die rote Ampel fahren. Bitte weiterfahrt bei defekter Ampelanlage, glaube ich, heißt es. Aber ich muss... Ja, warten wir mal. Vielleicht ist die Ampel ja nicht defekt. Ich hoffe mal nicht, weil ich weiß den Code gerade nicht auswendig. Wenn ich den falschen Code eingebe, beende ich meine Fahrt. Die fahren alle über Rot. Warum fahren die alle über Rot? Ich glaube, die Ampel ist tatsächlich kaputt. Ich fahre jetzt einfach mal so drüber, weil die fahren ja eh alle drüber. Sei mal vorsichtig. Und du wartest da vorne, du Bus. So. Sollte man natürlich in der Wirklichkeit nicht machen, aber wir sind hier im Simulator, da können wir das. Warum das dann da überhaupt eine Ampel steht, ist mir ein bisschen schleierhaft. So, wo sind wir denn? Da oben sind wir daheim. Alle kreuz und quer hier. So. Kann ich auch. So, hier ist alles frei. Da ist alles frei. Du wartest jetzt mal. Du wartest jetzt. Sehr gut. So, warte mal, da müssen wir noch drüber fahren. Warte mal, wir erstmal bis die da vorne weg sind, einigermaßen. Warte mal, so, da ist alles frei. Da drüben, der wartet mal. So, sehr schön. Jawohl, wunderbar. Na, dann fahren eigentlich alle in der Mitte. Muss ich das verstehen? Kann ich da rechts an denen vorbei? Na, es wird eng. Ich warte lieber ein bisschen. So, jetzt wieder rechts und dann oben geradeaus zwei Straßen. Dann von oben hinten rein. Wann haben wir eigentlich nächste Abfahrtszeit? 12.45 Uhr. Oh, das wird knapp. Hoffentlich schaffe ich das, weil sonst müssen wir einen riesen Zeitsprung machen. So, fahrt mal zu hier bitte. Wobei eigentlich auch nicht schlecht, dass hier keine Ampel ist. Weil ich habe den Eindruck, oftmals mit den Ampeln fließt der Verkehr noch weniger, als wenn man jetzt mit Ampel fährt, als wenn man jetzt ohne Ampel hat. So, da drüben kommt keiner. Da ist auch keiner, sehr gut. So, erzählt mal, was habt ihr denn heute Schönes gemacht an diesem wunderschönen Sonntag und Feiertag gleichzeitig noch? Halt, ich soll aufpassen, nicht zu schnell zu fahren. Wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her? Fahrt mal zu, Leute, ich möchte hier auch noch drüber. Ja, der auch noch. Ich möchte mal drüber fahren hier.
ein Auto nach dem anderen. Das ist doch nicht zum Aushalten. 12.40 Uhr. Um 12.45 Uhr muss ich da sein. Wie soll ich das denn schaffen? Ich glaube, ich muss mich einfach mal durchdrängeln hier. Lässt er mich durch oder wartet der? Nicht. Ich gebe es mal ein bisschen, ich fasse mal ein bisschen zu. Die warten alle nicht, da wartet keiner. No. Gezeichnet und für die Schule ein paar Sachen gemacht. Und du, was habe ich gemacht? Ich habe heute ein paar Videos geschnitten, habe Essen gekocht, ein bisschen Wäsche gemacht. Was man halt so an einem Sonntag macht, wenn einem langweilig ist. Na gut, so langweilig war mir eigentlich nicht. Lässt mich durch? Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Komme ich hier auch endlich mal durch? Aufpassen. So, jetzt können wir rechts rüber. Komm, fahr zu. Dankeschön. Jetzt haben wir noch grün. Fahr zu, bitte. Du wartest jetzt, du Fußgängerin. So, da oben müssen wir hin. Boah, 42. Ich hoffe, das schaffen wir rechtzeitig. Ja, ist echt Schiss, dass wir das nicht schaffen. Kommt Leute, fahrt zu da vorne. Wie schaut's aus? Streammäßig, tonmäßig, bildmäßig, alles passt? Bitte sagt mir Bescheid, sobald irgendwas nicht passen sollte. Ja komm, fahr zu. Ich will doch bloß da rechts rein. Mehr will ich doch gar nicht. So, dann bleiben wir gleich mal auf der rechten Spur. Es könnten wir schaffen. Oder müssen wir... Ist das hier unsere erste Haltestelle? Nein. Ist sie nicht. Doch, ist sie. Ja, Herrschaftszeiten, die können das Schild aber auch ein bisschen anders hinstellen. So, okay. Wir sind da, an der Haltestelle. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben die Linie 23, Route 1. Na, wir brauchen jetzt keinen Zeitsprung, wir sind jetzt eh da. 23 war das, gell? 23, Kurs 1. Schließen. Linie. Nein, Quatsch. Delete. 0, 2, 3. Route 0, 1. Enter. Ha, sehr gut. Jetzt ist es drin. So, bitte einsteigen, meine Liebe. Ich sollte den Warnblinker einmachen. Einmal bitte. Boah, brüll mir doch nicht so ins Ohr. Hilfe. Ich gebe dir ja schon einmal. City Road. Ich glaube, das war 2,50. Ich hab die Preise nicht mehr im Kopf. Ich muss jetzt einfach mal das nehmen, was ich mir denke, dass das kosten könnte. So eine Tageskarte für 25 Euro oder so. Irgendwie sowas. Und wir sollten bald abfahren, weil sonst kriegen wir wieder Ärger. Ich stehe auch ein bisschen Chaps da. Haben wir noch wen, der einsteigen will? Nein. Alles leer. Alles frei. 12.45 Uhr, sehr gut. Auf geht's. Den lassen wir noch durch. So, komm, den lassen wir auch noch durch. Müssen wir, ja. Ach, der biegt links ab, okay.
Fahr du mir nicht hinten drauf. Habe ich dir das erlaubt, mir hinten drauf zu fahren? Warte mal, da vorne wäre die Haltestelle. Ich schleiche mich mal ganz leise, ganz heimlich, still und leise an denen vorbei. Ganz heimlich, still und leise. Nicht schon wieder. Oh, ich schmeiß das Ding zum Fenster raus. Tut mir echt leid, Leute, dass das jetzt so beieinander ist. Das tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was los ist. Hatte ich sonst noch nie in einem Stream, dass ein Spiel so oft abgekackt ist. Und auch bei diesem Spiel hatte ich das noch nicht, dass es so oft abgefleckt ist. Tut mir wirklich leid, Leute. Was machen wir denn? Na, würde ich sagen, müssen wir ein bisschen improvisieren. Was hätte ich denn da noch? Ja, ein Bassdriver hätte ich noch. Ui, Werkfeuerwehrsimulator. Nee, aber heute machen wir einen Bus. Heute macht man einen Bus-Stream. Wir spielen jetzt Bus Driver, würde ich sagen. Aber wir spielen noch ein paar alte Linien. Die muss ich jetzt nur mit der Tastatur fahren. Ich hoffe, ich kriege das hin. Nein, das ist das Falsche. Stopp. Das ist das falsche Bus Driver. Ich hoffe, ich kriege das hin, das Ding mit der Tastatur zu fahren. Ja, die Steuerungen sind da doch unterschiedlich. Wo habe ich es denn? Bassdreifer. Bassdreifer Gold, hier. So. Gut, starten wir mal. So, spielen, dann schauen wir mal. Mach mal erstmal diese Route hier, um zu wissen, ob denn die Steuerung hinhaut. Und das Spiel ist ein bisschen zu laut. Drehen wir mal ein bisschen zurück. So, schauen wir mal. Also, es funktioniert. Ja, die Blinker sind natürlich jetzt wieder auf einer ganz anderen Taste. Warte mal, wo waren denn die? Nein, ganz andere. Nein, das ist hier. Warte mal. Nein, falsch. Da, hier, okay. Da sind die Blinker. Blinker ist am wichtigsten mit. Warte mal, Warnblinker ist F und Türen ist Enter. Ganz ungewohnt, den hier mit der Tastatur zu fahren. Aber wir sind jetzt das Lenkrad aufbau. Derweil ist der Stream vorbei. So, ich will die Ampel dann noch schaffen. Gib Gas, Bus. Jawohl, sehr schön. Boah, die Bremse ist komisch. So, bitte alle einsteigen. Und weiter geht's. Also, das scheint ja ganz erfolgreich zu funktionieren. Da würde ich sagen, machen wir gleich eine lange Linie. Boah, das ist total komisch. Total komisch hier. Boah, aufpassen, dass ich da nicht zu weit rübergehe. Warte, funktionieren die Pedale? Nein. So, 20 Fahrgäste befördert. Passt.
So, dann schauen wir mal. Haben wir denn hier eine lange Route drinnen? Die ist ziemlich kurz. Stufe 3, Stufe 4. Die ist eigentlich recht schön. Konferenzfahrt. Die ist recht schön. Die fahren wir. Okay, also meine Pedale funktionieren nicht. Hätte ich eventuell mit dem Bremspedal unten bremsen können, weil die Pedale sind eh immer angeschlossen. Steht jetzt halt ein bisschen schief in der Haltestellenbasis drin, ist auch nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. So, und los geht's. Dann fahren wir mal raus und wir haben 7 Minuten Zeit, um da dort anzukommen. Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht gegen die Schilder fahre. Ja, Hilfe. Das ist so ungewohnt, das ist so komisch. Oh, nein, ich gegen den Pfosten fahren. Ui, ui. So, wir müssen geradeaus weiter und die Ampel schaffe ich nicht. Puh. Das ist schwierig, gleichzeitig auf die Bremsanzeige zu schauen, dass man nicht zu stark bremst und auf die Straße aber noch im Blick zu behalten. Das ist komplett ungewohnt, weil ich sonst immer mit Lenkrad fahre. Aber ich glaube, das habe ich jetzt schon sehr oft erwähnt. Wann seid ihr eigentlich das letzte Mal mit einem Bus gefahren? Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mit einem Bus gefahren bin. Ich weiß es nicht mehr. So, die perfekte Meile haben wir auch schon wieder bekommen. Sehr schön. 170 Punkte, da kann man ordentlich viele perfekte Meilepunkte sammeln, das finde ich sehr schön. Na, was ist denn mit den Leuten los? Warum fahren die denn hier alle nur 50 auf der Autobahn? Also, geradeaus müssen wir weiter. Das ist gut. Ja, ich fahre wieder rechts rüber. So, Dankeschön. Guter Blinkereinsatz. So, jetzt bleibe ich mal hinter dem. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. So, wo sind denn die Pfeile auf der Straße? Wir müssen links rüber, alles klar. Okay. Central Business District, da müssen wir hin. Juhu, schon wieder eine perfekte Meile, dankeschön. Boah, nein, nicht dagegen fahren. Na, oh, die Lenkung ist grausam. So, aber es geht, es geht.
So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Ich fahre mal ganz links rüber. Da sind mir zu viele Autos. Na, eigentlich ist es wurscht, wo ich fahre. Der Bus da vorne, der fährt nämlich auch bloß hier 50 oder was, wie viel. Mensch, was machst du denn? Fahr halt zu, du da vorne! Alter! Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Gleich fahre ich ganz rechts auf die ganz rechte Spur. Hey, bremst da runter auf 15 Meilen? Okay, was ist denn mit denen los? Hilfe! Na, ich merke also... Lass mich mal hier durch. Lass ihn mal hier ganz rüber. Ich weiß tatsächlich nicht, wie lange ich jetzt heute noch den Stream mache. Na, komm, also das ist... Tut mir leid, aber das ist eine halbe Katastrophe. Ist das eben mit Tastatur schwieriger, als ich dachte. Man muss sich so konzentrieren, das ist der Wahnsinn. So, müssen wir jetzt natürlich Scheibengleis, so nicht aufgepasst. Tut mir leid, Leute. Na super, jetzt bin ich ganz rechts rüber gefahren, weil ich dachte, wir können geradeaus weiter. Und jetzt müssen wir links rüber fahren. Was fahre ich denn nur für einen Mist zusammen? Lass mich mal bitte durch hier. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ja, ich weiß. Du hupst ja zu Recht, ich weiß. Ja, ist gut, hört's auf. Ich weiß doch, dass ich Fehler gemacht habe. Ich gestehe ihn auch ein. Aber hört doch auf. Ey, gleich steige ich aus. Hau dir die Hupe kaputt. Ich glaube, wir müssen uns doch was anderes suchen zum Spielen. Ich muss echt mal schauen, was los ist mit dem Bus & Cable Car Simulator. Dass der dann da nicht funktioniert, das wundert mich. Weil der hat sonst auch immer funktioniert. Sonst hat der auch immer funktioniert. Hat sonst auch immer funktioniert. Halt, nicht zu stark bremsen. So.
Wasser. So, 19 Uhr irgendwas. Wir laden die Fahrgäste wieder ein. Hey Joe, Silver LP, schön, dass du auch mit dabei bist. In unserem heute total unprofessionellen und katastrophalen Stream. Ja, zuerst wollte ich ja eigentlich Bus & Cable Car fahren. Dann ist der mir 4-5 Mal abgestürzt. Da habe ich mir gedacht, so, ich fahre jetzt mal Bus Driver. Aber mit der Tastatur ist das eine mittelschwere bis ganz große Katastrophe. Deshalb muss ich mir jetzt trotzdem ein anderes Spiel suchen, was ich weiterspiele. Eigentlich sehr schade, weil es nicht wirklich ein schönes Spiel ist. Ich dachte, ich gucke hier auch mal rein. Ja, danke, das freut mich sehr. Das freut mich. So, ich fahre die Linie noch fertig. Und dann suchen wir uns mal ein neues Spiel aus. Das Doof ist nur, ich habe mein Lenkrad noch nicht eingerichtet auf dem neuen Rechner. Check, schlimmer als bei mir kann es ja auch nicht sein. Hey, Tamia, grüß dich. Schön, dass du auch mit dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, heute die letzte Fahrt noch von Dingens. Erste und letzte Fahrt vom Bus-Driver. Und dann suchen wir uns ein anderes Spiel aus. Hallo, Bandmaster. Schön, dass du auch mit dabei bist. Grüß dich. Ich glaube, das Spiel habe ich auch irgendwo rumliegen. Oh, nicht schon wieder reinfahren in die. Nein, 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 nein. Au! Ja, ist mir wurscht, ob ich da jetzt geblinkt habe. Ich will nicht in die Autos reinfahren. Puh. Morgen Kart 2. Nein, Bus-Driver ist das. Oder meinst du, was wir als nächstes spielen sollen? Bist denn du wahnsinnig? Ja gut, ich habe auch einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe auch einen kleinen Fehler gemacht, gebe ich zu. Warte mal, ich muss links rüber. Oh, hoffentlich fahre ich den jetzt nicht rein. Nee. Puh. Hast du einen ordentlichen Delay oder bist du so sehr auf den Verkehr konzentriert? Ich bin ziemlich auf den Verkehr konzentriert, ja. Also ich kann nicht so schnell, aber ich habe auch eine ungefähr 30 Sekunden Verzögerung vom Ding normal drinnen. Also ich habe mal versucht mit ist da vor mir jetzt ein Auto? Ja. Ich habe mal versucht umzustellen auf niedrige Latenz, aber dann war die Wiedergabe ein bisschen stockt die Wiedergabe ein bisschen bei euch jetzt auf den Empfangsgeräten. Und drum bin ich wieder zurückgegangen auf die normale Latenz. Also 20 bis 30 Sekunden sind da dazwischen, bis wenn ihr was schreibt, bis ich das dann sehe und lese und antworten kann. So. Dann rüber. Aber ich brauche irgendwas, wo ich mich nicht mehr zu sehr konzentrieren kann. Muss. So, jetzt schauen wir mal. Auch irgendwo rumliegt. Na, beim Master. Morgen Kart 2. Das ist ein ordentlicher Delay, ja. Ja, das Gemecker der Fahrgäste kenne ich auch. Vor allem, wenn man zu stark bremst, ja. Das ist. Strafe fahren. Au. Ah, so. Ich schalte euch mal kurz weg und dann suchen wir uns ein neues Spiel aus. Ich kann das leider jetzt nicht spielen mit Tastatur. Das ist
Heute ein Multikulti-Stream, ein Multigame-Stream. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch? Sherlock Holmes. Da habe ich keine Folge mehr. Das könnte man vielleicht machen. Ja, ich würde sagen Sherlock Holmes. Sherlock Holmes rucht sich ganz gut an. Sherlock Holmes, glaube ich, hört sich ganz gut an. Ja, dann machen wir Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Nehmen wir das hier doch mal. So, spielst du überwiegend Busspiele? Eigentlich nicht überwiegend. Am liebsten spiele ich zurzeit Assassin's Creed. Aber ja, mein Kanal ist durch Bus-Simulatoren entstanden. Denn Let's LP als Stream ist halt doof, wenn man mittendrin einsteigt. Nur meine Meinung. LP Let's Play als Stream. Jein. Mehr oder weniger. Wie soll ich sagen? Ich mache ja meine Let's Plays immer auch so, dass es in der Playlist dann anschauen kann. Und wenn dann das Let's Play quasi fertig ist, dann kann man sich die gesamte Playlist anschauen als fertige Playlist. Und da schiebe ich dann die Livestreams an die entsprechende Stelle, wo sie dann quasi weitergehen. Und wir sind jetzt mit Sherlock Holmes eh fast durch. Da würde ich sagen, können wir diesen Livestream doch gleich als Ding dafür nehmen, Sherlock Holmes komplett durchzuspielen. Und dann können wir auch das nächste Sherlock Holmes beginnen. The Devil's Daughter. Das ist ja auch, habe ich glaube ich auch schon angekündigt in meinem Weihnachts-Special. Wir fahren fort. Du hast gesagt, dass du keine Folgen mehr hast. Wo habe ich keine Folgen mehr? Manchmal müsst ihr mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, was ich gesagt habe und was nicht. Du hast doch gesagt, dass du keine Folgen mehr hast. Ach so, ja, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Nein, ich mache normalerweise von einem Game mache ich immer Let's Play. Und die nehme ich immer staffelweise auf. Also ich mache meinetwegen 5, 6. Gehen wir einfach mal davon aus, ich fange ein Spiel neues Spiel an und mache davon die Folgen 1 bis 10. Ich nehme 10 Folgen hintereinander auf. Und dann mache ich einen Livestream, aber die 10 Folgen sind bei mir noch auf der Festplatte. Also die sind noch nicht ausgestrahlt. Sagen wir mal, die Folge 5 ist ausgestrahlt worden. Und die Folgen 6 bis 10 sind noch auf meinem Rechner und kommen erst in den nächsten 5 Wochen. Und wenn ich dann einen Livestream mache, an den Anschluss quasi, dann ist das der Livestream Folge Nummer 11. Kommt aber zeitlich quasi schon an Platz der Nummer 6. Und drum benenne ich den in Folge 11, dann schiebe ich nämlich die Let's Play Folgen 6, 7, 8, 9, 10 in die richtige Reihenfolge. Und ja, wenn man dann natürlich im Livestream mit dabei ist, sieht man dann schon, was eigentlich erst nach 5 Wochen käme. So, jetzt muss ich wieder Chat lesen. Was? Nicht HDRO? Nein, heute nicht. HDRO machen wir ja mal mittwochs. Nee, war zeichnen. Du hast doch gesagt, keine Folge mehr. Ja, nimmst du nicht. Das Zeichnen ist noch gerade so toll. Oh nee, das ist der Delay, hast du bereits erklärt. Ich habe gerade den Drachen für Kido weitergezeichnet und für eine Freundin irgend so ein Mädchen. Ah, okay. Schön. So, fahren wir fort. Was müssen wir jetzt überhaupt machen? Etwas herleiten? Mit dem Wiggins sprechen? I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Ja.
Das glaube ich dir, weil er ja anscheinend, wir wissen es ja noch nicht, anscheinend unschuldig einsitzt. Also, was haben wir denn? Wir haben Mr. Turners Aussage. Mr. Turner hat gesagt, ausgesagt, dass er an seinem Fenster gestanden hat, bis die Polizei eintraf. Das widerspricht jedoch Constable Maras Aussage, der niemand am Fenster gesehen hat. Also ganz, ganz grob jetzt, falls jemand die Folgen nicht gesehen hat, es ist mal wieder ein Mord passiert, wie eigentlich immer bei Sherlock Holmes. Und hier liegen die zwei, die, und es gab Schüsse da. Und der Constable hat den Bruder von dem quasi gesehen mit der Pistole, wie er weggerannt ist. Aber der Bruder von dem schildert die Situation ganz anders, als sie passiert ist. Und jetzt müssen wir herausfinden, wer da wie mit wem involviert ist und verstrickt und so weiter. Das ist schön, wenn man noch zum Aufnehmen kommt. Ich habe aus mir unerfindlichen Gründen keine Zeit mehr zum Aufnehmen. Weiß auch nicht, woran das liegt. Nein, ich meine als dein Lieblingsspiel. Als mein Lieblingsspiel. Ach so, nee, nicht HDRO. Da bin ich ja bloß durch die alte Gamerin draufgekommen. Und ich habe die Einladung angenommen. Habe mir gedacht, ja, ich spiele einfach mal ein bisschen mit. Aber Lieblingsspiel? Nö. Also selbst, ich würde da jetzt nicht draufkommen, sowas selber zu spielen. Aber ich muss sagen, es ist schön, sowas miteinander zu spielen. Doch. Ein Milchmädchen. Weichkammer. Ach Quatsch. Was lese ich denn da? Weichkaramellen, Bonbons im Chat verteilen. Tuten, tuten, tut. Ja, dann verteil mal ein paar Weichkaramell-Mellbombs. Was haben wir denn hier? Schleifspuren? Ja, ich glaube, die Karamell, ich liebe es. Ja, ich mag das auch. Mit den Spuren können wir nichts anfangen. Wir herleiten mal noch ein bisschen weiter. Zwei Opfer und unterschiedliche Schüsse passen nicht zusammen. Laytons Aussage, keine Beute und Laytons Revolver. Es gab zwei Schüsse. Wer hat denn jetzt geschossen? Doppelmord. Kenneth Butler und Brian Vercotti sind Opfer eines Doppelmordes geworden, der von einem einzelnen Täter begangen wurde. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Quatsch, was habe ich denn jetzt schon wieder gedrückt? Käse. Laytons Revolver und zwei Opfer, unterschiedliche Schüsse. Gleichzeitige Schüsse, Schussposition. Mr. Turner konnte Unterschiede zwischen den zwei Schüssen hören, weil in Wahrheit drei Schüsse abgefeuert wurden. Zuerst ein Einzel- und direkt danach zwei gleichzeitige Schüsse. Schussposition. Mr. Turner konnte Unterschiede zwischen zwei Schüssen hören, weil diese an vergangenen Punkten der Half Moon Street abgegeben wurden. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh. Ich glaube, ich sollte nicht mehr streamen, Leute. Warte mal, wo sind wir denn? Für 2 Euro kann man sich keinen günstigeren Zuckerschock holen. Leute, heute geht irgendwie alles durcheinander. Zuerst spinnt der Bastian Cable Car Simulator, dann funktioniert der Bus Driver nicht richtig zum Fahren. Ah, und jetzt merke ich, dass mir schlecht wird. Deshalb beende ich heute den Livestream vorzeitig. Es tut mir sehr leid, dass das jetzt so schnell endet, aber ich muss leider aufhören. Tut mir leid, Leute. Ich versuche, dass ich in der nächsten Woche, unter der Woche mal streamen kann abends. Aber irgendwie merke ich das mir gerade. Es soll heute einfach nicht sein. Anscheinend soll heute einfach nicht sein, dass ich weitermache mit dem Streamen. Irgendwas Falsches gegessen kann ich mir auch nicht vorstellen, aber mir geht's einfach nicht so gut. Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Tobt euch gerne noch ein bisschen auf meinem Kanal aus. Vielleicht findet ihr da noch das eine oder andere Video, was euch gefällt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt hier heute
von euch ein bisschen schnell, aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Und dann lasse ich es sein. Und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Woche. Vielleicht schon am Montag. Ich weiß es nicht. Also, macht's gut, Leute. Ich wünsche euch was. Noch einen schönen Sonntag und ein schönes Wochenende. Eine schöne Woche. Tschüss, euer Busfahrer.